Danke USA für diese großartige Leistung. Alle baltischen Staaten und die Ukraine hätten sich seit 20 Jahren gegen diese Pipelines gewehrt. Und nun sind sie zerstört. Eine Kleinigkeit, aber angenehm. Jemand habe da eine Sonderwartungsoperation durchgeführt. Das schreibt nicht irgendeiner. Das schreibt ein langjähriger polnischer Außen- und Verteidigungsminister. Ein prominenter Ideologe und Vollstrecker der Politik einer bedingungslosen Verbeugung vor dem großen Hegemonen, die er einmal selbst im Anflug bitterer Ehrlichkeit mit einem derben Ausdruck für Oralsex beschrieben hat. Was für ein Wortspiel mit der anderen Bedeutung von Blow, sprengen. Sikorski ist so begeistert über diesen erfolgreichen Schlag gegen den Lieblingsfeind Russland, dass er sein Mundwerk nicht mehr kontrollieren kann vor lauter Schadenfreude. Entweder hat er sich grandios verplappert oder er wurde nicht über die wahre Zielsetzung dieser Operation informiert. Denn Wirtschaftskrieg geht mit dem Psychokrieg einher. Es ist kurz nach 2 Uhr in der Nacht zum Montag, als Erdbebenwarten an der schwedischen und dänischen Ostseeküste eine Erschütterung auf dem Meeresboden registrieren. Die Stärke liegt bei 2,3 auf der Richterskala. Der Ursprung südöstlich der Insel Bornholm. Ungewöhnlich für ein Naturereignis verbreiten sich die Schockwellen kreisförmig aus einem Mittelpunkt, wie bei einer Explosion. Zugleich fallen bei dem Pipeline-Betreiber Nord Stream 2 die Druckanzeigen von 105 auf 7 bar. Das Wasser im Umkreis von fast einem Kilometer fängt an zu kochen. Das Gas strömt aus der zerstörten Leitung an die Oberfläche. 17 Stunden später schlagen die Seismometer wieder an. Es folgt eine weitere Unterseedetonation. Diesmal trifft es die Nord Stream 1. Betonummantelte, sturmsichere Stahlrohre sind äußerst robust. Kein Schiffsanker und kein Seesturm können ihnen etwas anhaben. Aber gegen eine Sprengladung sind auch sie nicht geschützt. Zuerst als Verdacht, dann als Sicherheit steht der Begriff Sabotage im Raum. Die Spekulationen über die Täterschaft werden sofort in die gewollte Richtung gelenkt. Es sei der Russe gewesen. In dem propagandistischen Absurdistan, in dem wir leben, geht mittlerweile alles durch. Wenn die Russen sich dauernd selbst beschießen sollen, sogar in einem Kernkraftwerk, warum dann nicht gleich die eigenen Pipelines zerknallen? Lassen Sie uns das noch mal kurz durchgehen. Was hätte dann zum Beispiel, wir haben es ja eben auch schon mal angerissen, was hätte dann Russland davon? Naja, also es läuft ja auch einen psychologischen Krieg, den in manchen europäischen Ländern ja so zögern und so eine Zurückhaltung der Unterstützung von der Ukraine, also in der Ukraine-Frage führt. Und da hilft das hier auf jeden Fall. Auf einen ohnehin fragilen Energiemarkt ist das hier auch nicht gerade gesund. Die Pseudologik: Russland will durch die Zerstörung der Nord Stream-Leitungen den Gaspreis in die Höhe treiben. Na, dann ging es nach hinten los. Der Preis an der Börse fiel am Montag auf den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Die CIA habe die Bundesregierung über einen Anschlag auf die Gaspipelines schon im Sommer gewarnt. Auf die CIA ist Verlass, wenn es um Anschläge geht. Und was der US-Spionagedienst weiß, das weiß auch irgendwann der Spiegel. Schelm, wer an False Flag und PsyOps denkt. Ursula von der Leyen will den Vorfall schonungslos untersucht wissen. Sie droht mit härtesten Konsequenzen. Wenn Apparatschiks vom Schlage einer von der Leyen restlose Untersuchungen fordern, dann heißt es im Klartext, sie werden den Teufel tun, eine unkontrollierte, ergebnisoffene Ermittlung zuzulassen. Das Zielergebnis liegt schon vor. Die Ermittler haben es nur zu bedienen. Wie die EU-Chefin aus den umstrittenen Russen-Pipelines die europäische Energieinfrastruktur macht, weist unmissverständlich darauf hin, wo der Schuldige zu suchen ist. Geht man von der klassischen Dreiheit aus, wer hat Motiv, Mittel und Gelegenheit, dann muss man sich stark verbiegen, um den Elefanten im Raum zu übersehen. Die USA haben nie ein Hehl daraus gemacht, die russischen Ostsee-Pipelines waren ihnen wirtschaftlich wie geopolitisch ein Stachel im Fleisch. If Russia invades,
Wenn Russland einmarschiert, das heißt, wenn Soldaten und Panzer die Grenze zur Ukraine wieder überschreiten, dann gibt es kein Nord Stream 2. Wir werden ihm ein Ende setzen. Wie wollen Sie das genau machen? Das Projekt und die Kontrolle darüber liegen im deutschen Hoheitsgebiet. Ich verspreche Ihnen, wir werden imstande sein, das zu tun. Polen und die Ukraine haben auch ein vitales Interesse daran, keine Gasdurchleitung von Ost nach West außerhalb des eigenen Staatsgebietes zuzulassen. Gut nachvollziehbar bei 7 Milliarden US-Dollar Durchleitungsgebühren für die Ukraine allein. So viel zum Motiv. Als Mittel kommen ein U-Boot, eine Unterwasserdrohne oder Kampftaucher in Frage. Für ein U-Boot ist die 70 Meter Tiefe zu flach. Dazu wäre es leicht zu entdecken. Für die Taucher dagegen zu tief. Sie werden normalerweise bei Tiefen bis 50 Meter eingesetzt. Eine Unterwasserdrohne dagegen ist eine am besten geeignete Waffe für einen solchen Anschlag. Etwa so eine, wie sie bei den Kriegsübungen Boltops 2022 in der Ostsee von der 6. US-Flotte erfolgreich getestet wurde. Exakt in diesem Gebiet vor Bornholm. Und damit sind wir bei dem dritten Punkt, der Gelegenheit. Wenn von der Leyen und der EU-Apparat an einer vollumfänglichen Untersuchung interessiert sind, dann sollten sie auch auf die Aktivität der US-Kriegsschiffe und Flugzeuge in diesem Bereich ein Auge werfen. Es ergibt ein spannendes Bild. Am 2. September fliegt ein US-Marinehubschrauber, Kennung FFAB 123, über der Ostsee nahe der dänischen Küste spazieren. Seine Flugbahn liegt kurioserweise entlang der Nord Stream 2 Pipeline. Dann kommt noch eine US-Maschine dazu. Sie starten von dem Kampflandeschiff Kearsarge, das seit Monaten in der Ostsee kreuzt. Am 13. September fliegen sie wieder die Gasleitung inspizieren. In der Nacht des Anschlags kreist ein US-Hubschrauber vom Typ MH-60R Strike Hawk in der Nähe. Er bleibt in der Luft bis 4.30 Uhr am Montag. Und wenn das nicht genug ein Zufall wäre, wird einen Tag nach der Sprengung der Nord Stream im polnischen Goliniow nahe Stettin die neue Gasleitung Baltic Pipe feierlich in Betrieb genommen. Diese würde die Ära der russischen Dominanz bei der Gaslieferung beenden, erklärt dazu der polnische Regierungschef Morawiecki. Die Baltic Pipe kreuzt die Nord Stream südwestlich von Bornholm. Seltsam, dass die Russen so knapp daneben gehauen hätten.